Der Manager hat das Wort, der Fischtown-Pinguins. Sieg gegen die Heilbronner Falken. Wie fällt dein Urteil aus? Naja, wir haben dieses Wochenende 4 Punkte geholt. Auf eine Art und Weise, die den Charakter der Mannschaft zeigt. Das ist unglaublich. Es ist für einen älteren Herrn vom Kreislauf her nicht so einfach. Aber ich bin begeistert vom Charakter der Mannschaft. Das seht ihr ja, wie die Jungs zurückkommen. Sie geben nicht auf. Da wird an der Bande, wie gesagt, was der Trainer auch eben gesagt hat, da wird nicht gequengelt und gequäst, sondern sie konzentrieren sich darauf. Und wenn wir ein Tor machen, dann sind wir auch da. Wobei ich auch sagen muss, Heilbronn war wirklich ein harter Gegner und wir haben auch wieder ein Quäntchen Glück gehabt, dass sie nicht das dritte oder das vierte sogar machen. Obwohl das ja für uns auch im Endeffekt manchmal kein Hindernis ist. Aber es ist toll und es ist ein gutes Gefühl und wir wissen, dass auch schlechtere Zeiten kommen. Und wir genießen diese Momentaufnahme. Wir mussten so ein bisschen, oder uns stockte der Atem so ein bisschen, Fatika, Schuss abbekommen, fiel aus, André Terjukin humpelte am Ende, Marc Kuhl war zwischenzeitlich auf der Strafbank. Es wird ein bisschen dünn bei den Verteidigern und man fragt sich, werdet ihr da möglicherweise nochmal nachlegen? Fakt ist, Felix Thomas kommt zurück, aber dennoch, werdet ihr nochmal nachlegen? Es würde dann dünn werden bei den Verteidigern, wenn das dicke Knie nicht dünn werden würde und das andere dicke Knie am Anfang des Oberschenkels auch nicht dünn werden würde, aber ansonsten wird es nicht dünn. Nächste Woche ist Ralf Rinke wieder dabei, Marvin Mietke ist dabei, Bombes ist nächste Woche wieder dabei. Wir haben sicherlich einen engeren Kader als im letzten Jahr, aber wir haben eigentlich ausreichend Spieler und wenn es dann irgendwo eng werden würde, dann wird der Trainer das sicherlich bekannt geben, seinen Wunsch und darauf drängen. Wir wollen das nicht ausschließen, aber zurzeit sehen wir da keine Bedarfe, der Trainer auch nicht. Apropos Trainer, könnte man ja auch schon mal über einen neuen Vertrag nachdenken. Für den Trainer. Hast du recht, ja. Denkt ihr nach? Wir denken immer nach. Der Trainer auch? Der Trainer auch. Seid ihr schon zueinander gekommen, gedanklich? Ne, er ist, glaube ich, noch draußen und ich bin hier. Heißt, wir warten auf eine Unterschrift. Könnte aber sein, dass das bis Weihnachten passiert? Nö, Matthias, wissen wir nicht. Wir gucken mal. Okay, das war unser Geschäftsführer Hans-Werner Busch zur Lage der Nation.